Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Ja. Leute, es sind wieder Sachen passiert. Ja. Ab heute haben wir diese Poller drin. Nee, ich hatte letztes Mal einen kleinen Bug gehabt und zwar, wie hieß denn der? Null Referenz, Exception Objekt oder irgendwie sowas in der Art, irgendwie hieß es so. Und zwar wird die Fehlermeldung ständig angezeigt. Du kannst sie wegdrücken und ja, sobald du eine Taste drücken tust, wird sie wieder angezeigt. Ja, ich habe auch im Internet nachgeschaut. Da hieß es dann so, naja, installierst du das Spiel neu, dann funktioniert das auch wieder. Ja, hat nicht bei mir funktioniert. Ich habe versucht, das auf der SSD und auf der neuen Festplatte zu installieren. Alle betet Arsch. Also habe ich einen älteren Spielstand genommen und habe das nochmal neu geladen. Der Blöde ist, ja, ich bin da am Tag 22 oder so gelandet. Also sprich, ich konnte die ganze Chance, die wir schon gebaut hatten, nochmal neu bauen. Ich konnte auch nochmal die neue Horde, nochmal neu machen. Ja, aber das hat auch positive Sachen. Ja, ich habe endlich mal geschafft, ein bisschen zu sortieren. Ist doch auch mal was da. Ja. Quasi Traumschiff Surprise rückwirkend. Ja, hier habe ich noch ein bisschen, habe ich noch nicht weitergemacht. Noch nicht mal ein bisschen. Aber jetzt kommt aber das Aber. Ich habe unseren Notausstieg gemacht. Also der ist schon fertig. Ich habe den auch doppelt so dick gemacht. Also sollte mal wirklich die Kacke am Dampfen sein. Ja, wir werden es überleben. Aber wir brauchen mehr Beton. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge mehr Beton. Beton, Beton. Sag mal, was fehlt uns denn überhaupt für die lilane Picke? Die müssen wir doch auch fast geschafft haben, oder? Da. 5 Punkte brauchen wir. Jo. Ich würde mal sagen, das schaffen wir. Ja, die Punkte kriegen wir schnell zusammen. Denn wir müssen ja eh jetzt in den nächsten, also wenn die Nacht vorbei ist, ja, da müssten wir eh gucken, dass wir ein bisschen jagen gehen. Denn wir haben so langsam keine Nahrung mehr. Und das ist schlecht. Können wir gleich nebenbei ein paar Häuser looten gehen. Und mal ein bisschen weiter rumschauen, ne? So, wie schaut's denn hier aus? Naja, Eisen. Technisch mäßig hatte ich fast alles aufgebraucht gehabt. Jo. Braucht eben halt viel Eisen. Stein hatte ich auch. Ein Schmalz gehabt. Warum brennt das nicht mehr? Ach, stimmt ja. Da war ja was. Ich hatte ständig wieder Besuch gehabt. Von Madame Schreitusse. So, und wir sollten vorsichtig sein mit dem Futter hier, ne? Das geht ab und zu mal nach hinten los. Ist ein bisschen schwierig. Ja, ein bisschen Metall könnten wir eigentlich noch haben. Bis die Nacht vorbei ist. Die hat ja gerade erst mal angefangen. Das kann was werden. Willst du machen? Steckst du nie drinne? So, das werden wir dann ständig umwandeln. Und ich habe so überlegt, ob wir hier nicht auch einen Durchbruch machen. Dass wir quasi später auch komplett hier rumgucken können. Rumgucken. Müssen wir uns überlegen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Na? Na? Schön, dass man Texturen haben, die nie hinhauen. Naja. Nobody is perfect. Ja, da zeigt er jetzt auf immer Eisen an, aber ist bloß Tarneisen.
Ich glaube, der kommt ab und zu mal mit den Ressourcen durcheinander. Also würde ich mal so schätzen. Okay, die Zucker. Dann können wir das ganze Eisen schon mal so teilweise umwandeln. Also die Hälfte schmelzen wir ein. Und die andere Hälfte werden wir umwandeln. Denn wir brauchen für draußen mehr Eisen. Sonst sägt da ein bisschen schwarz. Ja. Haben wir ganz schön zu tun, wenn wir die ganze Chose umwandeln und dann später auf Beton. Edof Tine Wittler können wir später machen. Moment mal, ich habe doch einen ganzen Liter getrunken. Warum hat der denn immer noch Durst? Sagen wir mal so, wenn wir besseres Werkzeug haben, dann ist mal ein bisschen hier Metabolismus hochkloppen. Anisa. Kann ja nicht sein, dass sie hier pro Folge 20.000 mal Wasser trinken muss. Das geht doch nicht. So. Na toll, gut, das hat jetzt umwandelt tut. Deswegen will ich das immer an der Werkbank machen. Dann haben wir mal noch ein bisschen die Hand frei so, ne? So, wartet mal. Wir brauchen davon ein paar Stück. Es scheint so, als ob heute eine Baufolge wird. Nee, wartet mal. Das Eisen nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Nie liegen lassen. Na, ist das Eisen? Yep. Ist da unten noch irgendwas? Oho. Was ist denn das da? Das kennen wir doch. Oh, steinreich. Silber. Ich mag Silber. Jede Menge Silber. Oh, Gold. Okay, wir kriegen daraus auch Gold. Das ist schon mal gut. Jemand. Drei. Das war nicht schlecht. Alter, 14 Stück. Und viermal Gold. Das lohnt sich. Können wir ja bald wieder zum Händler. Uah. Moment mal. Da muss ja auch was drin. So. Ich kann hier nicht setzen.
Ne, ich kann hier nicht setzen. Ja, ja. Denn ist es eben halt so. Da geht es. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ja. Muss ich nicht verstehen. Alter, erst 12 Minuten nach 12, was ist denn das für eine Uhr? Wenn es so weiterhin tut, wird eine reine Baufolge. Tada, da haben wir den ersten Punkt. Naja, so kommen wir wenigstens an unser Material, ne? Sag mal, reicht das nicht eigentlich schon? Wie tief sind wir denn hier? Oh, Alter, nee, das können wir nicht lassen. Das geht nicht. Das schöne Eisen. Obwohl, ich habe ja gesagt, wir wollen ja eh einen Durchguck machen, ne? Dann kann das doch eh alles weg. Wie hoch müssen wir denn? Wartet mal, wir müssen zuerst hier durchkloppen. Sonst wissen wir ja nicht, wie hoch. Das dürfte eigentlich reichen, oder? Der könnte was werden. Das Eisen muss da noch weg. Das kann der doch nicht verschwenden. Das geht nun wirklich nicht. Da kann hier Glas drin. Passt doch. So, das werden wir nochmal hier hinknallen. Dann hat er hier noch zu tun. It ratat. So, was haben wir hier? Ach, hier ist die Schrehe. Okay. Werden wir abdecken. Können wir das damit abdecken? So, ab hier
Wie schaut denn das aus? Nee, das sieht kacke aus. Wir lassen das offen. So, dass das aussehen tut wie so... so eine Tropfsteinhöhle. Ihr wisst schon. Ihr wisst auch, was ich meine, oder? Das sieht bestimmt cool aus. Entschuldigung. Na, ihn können wir noch nach oben. Jo, das könnte aber werden. Wir müssen unser Werkzeug erstmal reparieren. Reparieren. So. Weiter geht's. Alter, die Zeit vergeht überhaupt nicht, wa? Wir wollten doch eigentlich gar jagen. Gagen. Naja. Muss ja irgendjemand machen, ne? Oh, die schon wieder. Naja, lass uns mal hochgehen. Was sie will. Schema. War das jetzt die Eins hier? Höchstwahrscheinlich. Na, hier müssen wir noch ein paar Spikes hinstellen. Alle kein Problem. Alles kein Problem. So, Moment mal, Moment mal. Ich hatte doch Eisen. Ich hatte doch schon mal vorbereitet. Genau. Oh, kann ich endlich mal... Ach so, da fehlt uns die Schematik, das Rezept. Hey, 50 Spikes. Lüft. Fünü, nü, nü. So ein bisschen Munition kann auch nicht schaden. Wenn wir schon dabei sind. So, du kannst wieder zurück. Obwohl. Wir könnten eigentlich schon mal theoretisch ein bisschen was anrühren. Ich gehe jetzt nicht noch mal hoch. Spinnt wohl die Alte. So, das nehmen wir mit.
Hey, fast 3000. Läuft. So muss es sein. So. Obwohl, wenn wir jagen gehen, wer weiß, was da noch kommt. So, was ist denn hiermit? Die kann doch eigentlich in ihr schmolzen werden. Schmulz. So, schon mal das nächste Zeug machen. So muss es sein und nie anders. Ja. Jetzt machen wir bloß noch die Seite frei und dann passt schon. Ich kann aber noch nicht sagen, wie groß der Raum darunter wird. Höchstwahrscheinlich sehr. Die müssen wir gut abstützen, Leute. So. Können wir ja später alt aushöhlen. Da hat der schon wieder duscht. Echt, das ist mir Wunder, wo das alt hingeht bei ihm. Wir haben es gleich geschafft. Dann ist die Nacht vorbei. Na, ihn machen wir noch. Ina geht noch, Ina geht noch hin, Ina geht noch, Ina geht noch hin. Yep, ich weiß, das ist nicht die spannendste Arbeit, aber irgendjemand muss es ja machen. Und ich mag das, wenn man so clean anfangen tut und dann später sehen tut, was da rausholt. Wie gesagt, wir haben angefangen mit einem clean Würfel. Und wir sind gerade mal am Anfang. Wir haben weder was Elektrisches gebaut, noch eine Bewaffnung mäßig. Absicherung. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Wir müssen eh mal kicken, wie wir diese Absicherung in Sachen Traps machen. Ich weiß nämlich nicht, wie wir die anlegen sollen. Beziehungsweise ich weiß, wie man die baut und wie man sie einsetzen tut. Aber da wir ja so schön gerade gebaut haben, mich überhaupt nicht, müssen wir kicken, dass er den hauen tut. So viele dazu. So wird dann Schuh daraus. Dann machen wir hier noch eine Schräge so rein, dass es wenigstens ein bisschen vernünftig aussehen tut. Beziehungsweise wir werden hier noch einen drin setzen und darüber dann die Schräge. Und den Rest lassen wir so steinmäßig. Der passt schon. Wir müssten eigentlich theoretisch so ja noch einen weiter nach hin. Nach innen. Ich würde gerne den Eingang 2 breit machen und nicht bloß ihn. Also quasi noch mal ihn ransetzen und ihn nach hinten raus. Tada! Da haben wir den zweiten Punkt. So, quasi jetzt noch einmal in der Richtung. Quasi so. Wir haben es geschafft. Sorry nochmal, dass das mit den Jagen diesmal noch nicht geklappt hat. Das müssen wir jetzt ja demnächst machen. In der nächsten Folge. Aber so eine Baufolge muss auch mal sein. Schließlich muss das ganze Zeug ja irgendwo herkommen. Und eine Folge kann man mal so ausfallen lassen. Aber wenn ihr das ständig mal tut einen Ticken, dann sagt er euch hoch, ja, wie hat er das Wett gebaut? Denke ich immer. Wie gesagt, es gibt ja mal die Möglichkeit vorzudrücken oder so. Aber dann bis same time nicht, was passieren tut. So. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Holz. So. Das soll erstmal für heute genügen. Hier noch gebaut. Tageslicht, wir kommen. So. Stein und so aussortieren. So, das Eisen, das kann denn schon mal in eine Kiste wieder rein. Ja, so langsam geht das mit noch Werten. So, Bandagen. Nicht Bandagen gehabt? Ich wollte gerade sagen, da. So. Dit kann darin. Dann haben wir dit da. Falls da mal was im Haus drin sein sollte. Messer. Die Nagelpistole brauchen wir jetzt nicht.
Ja, die Torch brauchen wir auch nicht. Und den Rest Holz darin. So, ich würde mal sagen, wir sind startbereit für Mission 2. Also, wir werden jetzt in der nächsten Folge ein bisschen jagen gehen. Weil, wie ihr seht, ja, wir haben das Spiel zu futtern. Also, Leute, ein bisschen Baum muss sein. Ich hoffe, das hat trotzdem ein bisschen euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei 7 Days to Die. Mit mir, den Karbin. Macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.